Die leben und lieben Köln und das spürt man auch in den Liedern. War die Session erfolgreich? Ja, ich würde doch schon sagen. In Köln zu leben und sowas zu machen, ich glaube, das ist ein Traum einfach. Alle Augen auf Karnevalsbands in NRW. Ja, ja, nein, nein, so ist das nicht am Zuckerhut allein. Na, das war ja klar. Das Eilemann-Trio eröffnet das 45-minütige Potpourri mit den wichtigsten Karnevalsbands Nordrhein-Westfalens, sortiert von alt nach jung. Sie war sehr erfolgreich. Hat der Wirt auch viele Gäste. Und nur die Damen! Vater ist der Beste. Wir haben sie gut durchgestanden und wir sind alle recht munter dabei. Nichts anderes kennt man von den Eilemännern. Die Ära des Trios, bestehend aus Günter Eilemann, Horst Nüß und Karl-Heinz Nettesheim, beginnt 1952. Da war unser Pate, Jahrgang 59, zwar noch so gar nicht im Jeckentreiben unterwegs, Fan der Eilemänner ist er trotzdem und bis heute. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Ich heiße Joachim Wüst, bin Vizepräsident des Festkomitee Kölner Karneval und meine Funktion ist die Programmgestaltung und auch die Leitung der Sitzung an Rosenmontag. Ja, ich habe eine ganz enge persönliche Beziehung zum Eilemann-Trio, weil mein Vater Bruno Wüst hat Lieder geschrieben, die Klamotten, die Muttersprache echt Kölsch. Ja, die Klamotten von den alten Hottentotten, die sind heute wieder in. Ich habe nach wie vor einen Schallplattenspieler und lege gerne noch die Schallplatten vom Eilemann-Trio auf. Und die Qualität ist nach wie vor hervorragend. Wenn jetzt was singt, dann hättest du das mal lösen. Jetzt küsste es rum, 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 da musste stopp. Dann küsste es toll, 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 da lass es ja. Dann bist du lau, 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 bis zum Verkehr. Wenn jetzt was singt, dann hättest du das mal lösen. Die Lieder, die insbesondere Günter Eilemann als Komponist geschaffen hat, die hört man heutzutage noch und ganz Köln singt sie mit. Sei dir müde! Du alter Räuber, was hast du gemacht? In dunkler Nacht, nimm dich in Acht. 1964. Da jove Benz wie die Sand am Meer. Claudette, Zigarette, et moi, oh la 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 la. Frankreich, 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 Frankreich. Mam, mam, schnapp dort de Pan, mir wolle Rico an. Mam, mam, fang doch Glück an, 15 Stück Back auf der Mann. Yeah. Riefkuchen, dat is een Delikatesse. Die schmecken am allerbest. Und bist du noch her, wird Buchbing ojös, dann lässt du dich flück in de Kiss. Mensch, damit fing alles an. 1970. Blackfoss. Tommy Engels, der Drummer, Peter Schütten, der Leadsänger und Eric Stoklossa, Sänger und Gitarrist der Stowaways, beschlossen, das diesjährige Karnevalsgeschäft zu beleben. War ich damals 19 Jahre alt, werde ich nie vergessen. Die großen Gesellschaften, die haben damals geschrien, aufgeschrien. Wie kann man nur so auf die Bühne kommen, in Straßenkleidung? Aber die Lieder, die haben sich durchgesetzt. Und zwar von Anfang an. Wie bei uns Im Feld noch
sich auf Karton. Trink doch einen mit, stell dich nur so an, du stehst hier die ganze Zirre. Was auch passiert, das eine ist doch klar. Das Schönste, was man hat, schon all die lange Jahre, ist unser Fehler. Denn hier hält man zusammen, egal was doch passiert. Das Fehler ist eines dieser Lieder, die dem Kölner so ans Herz gehen. Die gehen ja wirklich ganz, ganz tief rein, weil es unglaublich fein beobachtet ist. Und das ist wohl eins der Geheimnisse für den Erfolg der Black & Fuzz. Neben ihrer ungeheuren Musikalität und dem mehrstimmigen Gesang ob Gulch legen die Fuzz Wert auf kritische Texte. Mit dieser Mischung sind die kölschen Beatles Anfang der 90er auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Ich denke immer wieder auf zu neuen Ufern irgendwo. Das ist so irgendwo eine Devise von mir. Und immer wieder was Neues machen. Die Trennung von Tommy Engel war am Anfang ein Drama. Für ganz Köln. Wir haben gedacht, mein Gott, das geht ja nicht. Tommy ohne Black Fuzz, Black Fuzz ohne Tommy geht überhaupt nicht. Es ging sehr, sehr wohl. Und es ging deshalb, weil sie keinen neuen Frontmann gesucht haben, sondern sie haben einen gesucht und auch gefunden, der erstens die Stimme ersetzen konnte und zum Zweiten auch bereit war, etwas in die Gruppe zurückzugehen. Karl Friedrich Kafi Biermann ist seit 1995 ein Black Fuzz und sorgt mit der Band bis heute für Gänsehautmomente. Für Kölle, so wieder immer sehen. Mein Name ist Sebastian Hessi, ich bin 40 Jahre alt, ich bin Lehrer von Beruf und meine Profession ist das Musikmachen. Ich leite nebenbei noch die Junge Sinfonie Köln bei den Höhner Klassikkonzerten. Schwarze Hose, Jacke, Pappkarton. Nanu, Klassik in einer Karnevalssendung? Einmal im Jahr schwingt Sebastian Hessi den Taktstock zu Höhner Klassikklängen. Ein gutes Beispiel für das breite Spektrum der kölschen Karnevalsband. Und sie Ohren, die stellen wir. Kölsche Musik trifft auf großes Orchester. Eine Idee ins Leben gerufen von Günther Hessi. Angefangen hat es mit den Höhner Klassikkonzerten 1992. Mein Vater hat es dann bis 2007 gemacht. Also eigentlich nur bis 2006. 2007 ist er dann leider verstorben. Und ich habe die Konzerte quasi über Nacht übernommen, weil er im Krankenhaus lag. Damit tritt Sebastian Hessi in große Fußstapfen, denn die Auftritte der Höhner mit der Jungen Sinfonie sind legendär und bringen den Saal seit über 20 Jahren zum Toben. Oh, la, la, 1992, das waren ja noch andere Zeiten, waren die Höhner tatsächlich noch das, was sie damals und heute ja auch zum Teil noch sind, aber sie waren halt eine Karnevalsband. Ja, das kann man so sagen. 1972 startet die Bandkarriere unter dem Namen Ne Höhnerhof. Mit lustigen Frisuren und kölschem Liedgut etablieren sich die fünf als Ne Höhner schnell im Karneval. 1977 übergibt Sänger Rolf Lessenich das Zepter an Henning Krautmacher, der gern auch außerhalb der Session kostümiert Stimmung macht. Und
die Höhner sind unglaublich professionelle Musiker, also auf absolut hohem Niveau. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia! Wir lieben das Leben, die Jugend, die Lust. Wo Menschen sind schon die Moment, die Jugend, du schon Mann, das sei sie rein. Die haben Songs am laufenden Band geliefert, die Alten mitsingen, die Jungen mitsingen. Natürlich kommen auch Newcomer-Bands, aber irgendwie schwebt auch immer Echte Fründe und Viva Colonia. Und das schwebt immer mit im Karneval und das ist auch gut so. Echte Fründe, stolz zusammen sind die enge Jungfrau. Blutfrosch, Kölsch und ein lecker Mädchen, das braucht eine Kölsche, die wirklich so sind. Bisschen lauter! Mein Name ist Peter Milovic. Ich leite das gleichnamige Theater in Köln. Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und jen lache. Ich kenne wie alle Kölner das Colonia der It, seit es sie gibt praktisch, Mitte der 70er Jahre. Naja, 1974, um genau zu sein, revolutioniert das Colonia-Duett den Kölner Sitzungskarneval. Setzen! Hier ist eine Sitzung, keine Stehung. So, hören Sie, was ist das dann? Das ist der Takt! Und haben die uns mit dem Auto im Park vom Boden entdeckt. Das Ganze in Zeitlupe. Mit ihrer Mischung aus Parodie, Gesang und Tanz gehören Hans Süper an der Flitsch und Hans Zimmermann zum Höhepunkt der Fernsehsitzung. Nicht zuletzt durch einen Running Gag, entstanden aus einem eher traurigen Anlass. Ich hatte eine Zeit der Fehler mit der Hornus. Was seht ihr, Halunke? Ach, du hast ja einen Kopf wie ein Ei. Und dann hieß er dann auf einmal, nein. Zimmermann im Taschenformat. Was möchtest du werden? Zwei Eier, Spiegeleier, verlorenes Ei, Ei im Glas, Russen-Ei, Gaviereier. Nein, ich werde eine Biene. Oh, die Biene Zimmermann, das erste Ei, was fliegen kann. Du Ei. So, hör uns, und das Ei, das verbiete ich mir jetzt. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und geh Ei mi. Ist dir das jetzt klar? Nimm mich ein? Nee. Zimmermann? Ja. Es ist die Atmosphäre zwischen beiden gewesen, die sich so aufs Publikum übertragen hat. Der eine ist der Tünnus und der andere ist der Schäl. Zimmermann singt für Sie. Auf Wiedersehen. 1990 dann der Schock. Medienwirksam denkt Hans Süper ans Aufhören. Das Colonia-Duett wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Ja, ich bin schon mal froh. Ich habe jetzt mit dem Zimmermann mal wieder gesprochen, wo ich sehr glücklich darüber bin. Wir haben uns mal ausgesprochen, aber es ist noch nicht endgültig, ob wir weitermachen oder nicht. Zimmermann singt jetzt ein Lied, was ich hasse. Aber er singt es jedes Mal. Sie machen weiter, solange sie können. Noch 3 Jahre lang sticheln und zicken sich die zwei auf der Bühne an, was das Zeug hält. Wenn Sie die Ausgänge aufsuchen wollen, gehen Sie ruhig die Notausgänge. 1994 stirbt Duettpartner Hans Zimmermann. Was bleibt, ist ein begeistertes Publikum und absoluter Kultstatus bis heute. Das Colonia-Duett gehört zu Köln wie Dom, wie der Rhein, wie Kölnisch Wasser. Wenn ich mal irgendwie nicht so gut drauf bin, dann gehe ich an den Rechner und gucke mir Zimmermann du Ei an. Da möchte ich im zweiten Leben ein Huhn sein. Da würde ich ein Ei legen. Ja und? Ja, dann wären wir ja wieder zusammen. Seit über 30 Jahren sind die paar Weiher im Kölner Karneval am Start. Seit 3 Jahren als Tanzmariechen unsere Patin für die Band.
Ich bin Jackie, das Mariechen der Roten Funken. Ich habe heute mit meinem Funken Dr. Pascal für die Session trainiert und wir fliegen durch die ganzen Säle und haben jede Menge Spaß dabei. Die Pavaya begleiten mich die ganze Session über und auch darüber hinaus im Training. Also sie haben einfach unglaublich tolle Lieder, die mich immer wieder an die Session erinnern. Wir sind Kölsche aus Köln am Ring. Wir sind stolz darauf und uns gehört keiner klein. Du triffst sie an jeder Eck, der ganz besondere Heck. Wir sind Kölsche aus Köln am Ring. Das ist einfach die Lieder und die Mentalität, was sie rüberbringen. Die Leute merken das einfach. Und das ist einfach generationenübergreifend. Und das hält sich einfach. Das, was gut ist, das hält sich. So einfach ist das. So, und jetzt kommt eine Gruppe, bei denen weiß ich nicht, wie viel die trinken und wie viel die rauchen. Aber die sind um die 25. Pavaya. Alles ist easy, du bist bei mir. So soll es bleiben, das wünsche ich. Das muss der Frühling sein. 1983 entsteht um Frontmann Micky Brühl eine Band, die sich musiktechnisch erstmal richtig austobt, um dann mit Karacho einen Kneipen- und Karnevalshit par excellence zu liefern. Buenos dias, Matthias, wir sind wieder dort. Am Strand von Mallorca wie jedes Jahr. Tschüss, Marathon. 12 Studioalben und unzählige Hits können sich die Pavaya zusammen mit Sänger Micky auf die Fahne schreiben. Doch nach fast 30 Jahren scheint die Karriere der Band am Boden. Knatsch in der Truppe um zu wenig kreativen Freiraum führen zu folgenschweren Konsequenzen. Micky möchte nach Aschermittwoch aufhören bei den Pavayern. Das muss man nach 28 Jahren akzeptieren und auch respektieren. Und das tun wir auch. Als neuer Frontmann nimmt Sven Welter, der 2010 zur Band stößt und größentechnisch alle überragt, das Zepter in die Hand. Bis zum endgültigen Aus von Micky, der 2013 die Micky Brühl Band gründet, treten die beiden Frontmänner sogar zusammen auf. Denn das Repertoire muss sitzen. Das Leben, scheiße, ja, wie alt wir sind, denn wir sind mittendrin. Schön ist das Leben, scheiße, ja, wie alt wir sind, wir stehen immer wieder drin. Hey! Schön ist das Leben, und es ist doch nicht am Ende. Wo sind die Kölsche? Die Pavaya sind auf jeden Fall Köln, weil die leben und lieben Köln. Und das spürt man auch in den Liedern. Und Köln ist natürlich auch Pavaya. All zusammen! Hallo, Tag zusammen, ich bin der Peter Brings, der Frontmann der Gruppe Brings. Und hier hängen mir sind mein Bandkollege, der Stefan, der Kai, der Harry und der Christian. Und hier unten ist ein ganz großer Fan von mir, nämlich Udo Müller vom Kölner Hennessy-Theater. Ich schreibe seit vielen Jahren die Kindersitzung im Karneval und für eine Szene brauchte ich halt diesen Peter Brings. Und da wurde halt dann diese Puppe für hergestellt. Wir haben dann auch den Peter hier reingeholt, der hat sich riesig gefreut, sich mit seinem kleinen Ebenbild auch ablichten zu lassen. Ehre, wem Ehre gebührt. 1990 schlagen die Brings mit harter Rockmusik im Kölner Musikbusiness auf. Schnell geht es für die Truppe aufwärts. Ob als Act bei Rock am Ring oder als Support von AC/DC, Tom Petty und Simple Minds, die Brings liefern legendäre Bühnenshows und probieren sich mit hochdeutschen und natürlich kölschen Texten aus. Lass uns die Straße begehen. Der Tier springt. Anfang der 2000er wollen die Brings auch den Kölner Fastelovend erobern. Unterstützt durch die Höhner sorgen sie als Neulinge auf der Karnevalsbühne erst einmal für, verhaltene Stimmung beim kritischen Publikum.
damals, zur Zeit der Superjahren Zick, ging so ein Ruck durch den Kölner Karneval. Viele junge Leute waren natürlich begeistert mit diesen rockigen Rhythmen und Melodien. Und andere haben natürlich die Nase gerümpft. Boah, aber das ist das der feste Lovend. Ja, die Frage nach dem Sinn der Brings im Karneval hat sich schnell erledigt. Die Jecken lieben die neuen Gesichter und den rockigen Stil. Viele Superlieder von Brings. Ich kann mich da jetzt nicht entscheiden, was mein Lieblingslied ist. Aber es gibt einen Song, der ist natürlich gerade für uns, für die Bühne, sehr vielseitig verwendbar. Und das ist Halleluja. Den haben wir hier im Karneval gespielt und auch im vergangenen Weihnachtsmärchen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wo seid ihr? Ich bin Marc Wiefand, komme aus Köln, bin erster Tambor bei den Blauen Funken, mache das jetzt schon seit 96 mit viel Spaß und hoffe, dass es auch ein paar Jahre so weitergeht. Ich habe mit 5 die erste Trommel bekommen, ja, werde dieses Jahr 35 und seitdem bin ich halt dabei. Und was gehört zum Standardrepertoire eines Tambor in Köln? Natürlich der Superhit der Räuber. Das Trömmelchen bedeutet, glaube ich, für jeden Tambor, gerade auch für mich, da haben wir das Trommeln mit angefangen, alle, also die meisten, die ich kenne. Und ich glaube, das ist auch die Hymne für Köln. Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, Güter bastel Lorben und wir sind alle rein. All die Kölsche Ecke, Süd auf der Straß, selbst der kleinste Banz, der weiß jetzt jedes wieder los. Denn, wenn, dann, und Kölsche geht, das stoppt man mal. Ja, die Räuber sind halt eine super Gruppe, ne? Und ich glaube, jeder in Köln kennt sie, auch über Köln hinaus, glaube ich, das ganze Rheinland kennt sie. Ja, nee, das reicht aber noch nicht. Fans haben die Räuber in Belgien, Luxemburg, Holland, Österreich und sogar in den USA. Kein Wunder, denn ein Knallersong von der Räubertruppe jagt den nächsten. Zusammen, wir gehen bis ans Ende der Welt. Wunderbar, wunderbar, dieser Traum wird uns vor der Wahr. Denn wir gehören zusammen, wir gehen bis ans Ende der Welt. Also Karneval ohne die Räuber ist also unvorstellbar eigentlich. Also es ist schon eine der größten Bands, die wir haben. Oh,
Hanse, hügene Clown, ihr Pflanz, nimm Schlapperbützchen hier und eine Rude nass. Und wenn du ab und zu ins Grieche musst, dann jang zum Clown, nom Aldermat. Mit der Band Couleur ist jetzt endlich mal Frauenpower angesagt. Mein Name ist Ursula Braubmann, ich bin die Präsidentin der Columbina Colonia, die erste Kölner Damen-KG. Und ich bin Kölsch-Mädchen, auch die Couleurs sind alles Kölsch-Mädchen. Und wir haben uns kennengelernt vor genau 15 Jahren, als sie dann unser Lied gesungen haben, unser erstes Columbinenlied. Und da sind wir ganz stolz drauf, weil es halt auch eine schöne, tolle kölsche Mädchengruppe ist. Wir haben tatsächlich die Frauen in den Karneval gebracht. Wir waren früher nur das schmückende Beiwerk. Die Männer natürlich die Korbgesellschaften und natürlich die jetzt auch Familiengesellschaft. Früher waren es nur reine Männergesellschaft. Und ich finde es also toll, dass wir hier wirklich die Frauen jetzt mittendrin stehen und auch vieles für Köln tun und für den Karneval. Gott sei Dank. Es wurde auch Zeit. Das dachten sich wohl auch Ute Geller und Schwester Birgit, als sie 1995 Couleur gründen. Der Clou, bei Sitzungen treten sie nur vor weiblichem Publikum auf, aus gutem Grund. Die Herren sollten auch mal kostümiert sein und vor allen Dingen müssen sie sich uns abgewöhnen, ausziehen zu rufen, weil es geht doch vielleicht ein bisschen anderes, wie man Leute empfangen kann, gerade wenn weibliche Geschöpfe auf der Bühne stehen. Aber wir haben irgendwann mal gesagt, wir machen das nicht mehr. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Mädchen, können ein bisschen schön auf hier. Also ich wünsche mir ganz ehrlich mehr Gruppen im Karneval, mehr Frauengruppen natürlich und die auch so erfolgreich sind wie die Couleurs und wünsche den Couleurs für die Zukunft weiterhin so viel Erfolg. Macht, ihr macht alles richtig und eine Bütze dabei. Hey, 2012 sind sich alle Kölner einig, eine neue Kölsch-Hymne auf ihre Stadt gefunden zu haben. Der Geniestreich von Cat Ballou kommt so schnell in die Säle, dass es Fans und Band kaum fassen können. In Köln zu leben und sowas zu machen, ich glaube, das ist ein Traum einfach. Wenn ich an mein Heimat denk, jetzt kein Wort dazu sagen können, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Ich bin Annalena von Einsick, ich bin 15 Jahre alt und Schülerin. Ich bin seit einem Jahr Cat Ballou-Fan und auch im Cat Ballou-Fanclub. Dominik, das ist der Keyboarder. Dann Olli ist Gesang und Gitarre. Kevin ist Bass und Michi ist Schlagzeug. Ah. Also ich habe keinen Liebling aus der Band, ich mag die alle total gerne. Hi Ten. Hi Ten. Das ist das elfte Gebot. Dann zu viele Lache, litt im Kölsche Blut. Das ist das elfte Gebot. Wunderbar, wunderbar. Dann zu viele Lache, litt im Kölsche Blut. Und jetzt hier um die Mitte. Das ist das elfte Gebot. Wunderbar. Zusammen, Kölsch Mission. Ich finde das immer nicht so gut, wenn man die als Karnevalsband bezeichnet, weil die haben zwar auch Sessionslieder, aber es ist halt mehr so außerhalb von Karneval eine ganz normale Rock-Pop-Band. Kennen tun sich die Jungs aus Bergisch Gladbach schon seit Kindheitstagen. Erste Musikerfahrungen sammeln sie in Schülerbands. 1999 schon gründen sie die Band Cat Ballou, benannt nach Jane Fondas Rolle im gleichnamigen Western.
15 Jahre Bandgeschichte also mit allen Höhen und Tiefen. Stimmt, hat auch mal jeder mal gesagt, so ja, ich verlasse jetzt morgen die Band und bla bla bla, alles schon mal vorgekommen. Aber am Ende des Tages, so, da hängen wir uns wieder in den Arm und sprechen uns aus und alles ist wieder gut. Gut für uns, denn von Cat Ballou kann niemand, aber auch wirklich niemand genug kriegen. Mit ihren kölschen Songs sind auch sie mittlerweile in den deutschen Top 100 zu finden. Ein Erfolg, den sie den Jecken und ihren treuen Kölner Fans zu verdanken haben. Da würde ich mir mal wünschen, so mit denen auf der Bühne zu stehen oder zu singen, weil singen tue ich auch sehr gerne. Ja, das wäre schon so ein Traum. Moin, ich bin Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenfenne am Ölberg. Das liegt im schönen Münsterland, im Westfalenland. Unter uns, ich bin so ein richtiges Landei. Aber wenigstens bin ich ein Landei, was nicht singt. Weil das Singen, das überlasse ich dann andere Landeier. Nämlich die aus Hasewinkel. Da war das Eigelb zu hell. Eigelb zu hell. Junge, Junge, was die Karnevals- und Stimmungsband aus Ostwestfalen seit dem Jahr 2000 abliefert, ist einfach nur... Saustark, super gut. Super geil. Geil. Ja, die Landeier habe ich das erste Mal irgendwann, das muss so Anfang der 2000er Jahre, bei irgendeiner Karnevalsveranstaltung gehört. Da sind die vor mir aufgetreten und ich habe da erlebt, wie das Münsterland, der, wie man immer sagt, der sture Westfale, wie der plötzlich aus dem Häuschen gerät, wie der Westfale plötzlich richtig in Ekstase gerät. Aber hallo, bei der Karnevalssitzung Westfalen haut auf die Pauke sind die Landeier mittlerweile Stammgast und Höhepunkt der Sendung. Da bleiben Starallüren natürlich nicht aus. Wir haben mir doch einmal den ganzen Koks weggeschnupft in der Garderobe. Die Landeier sind natürlich unsere westfälische Stimmungsband Nummer 1. Nicht nur im Karneval, sondern auch auf Schützenfeste, auf Feuerwehrfeste. Die schaffen es einfach, so richtige, rustikale, westfälische Stimmungsmusik zu kombinieren mit ganz modernen Klängen. Wurst, 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 herrlich. Wurst, Wurst, Wurst. Hori, 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 Ho. Wobei, den Text habe ich immer noch nicht so ganz kapiert. Ach, für Scheiße, ja, ist ja Karneval. Wir finden übrigens, die Landeier sollten dringend in den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln etabliert werden. Was die Höhner zum Beispiel für Köln sind, das sind die Landeier für uns hier in Westfalen. Mein Westfalen. Mit eigener Hymne, versteht sich, und ganz viel Gefühl auf Westfälisch. Zurück in Köln schauen wir auf 5 Mädels, die seit ihrer Gründung 2002 im Karneval richtig Gas geben. Kapelle!
Wenn die Funky Marys durch ihr Fädel ziehen, sind die Fans nicht weit. Funky Marys sind die immer so. Moment. Hoi und hoi und hoi und hoi und hoi. Ich heiße Julietta. Ich heiße Michelina. Ich heiße Katrin. Ich heiße Yvonne. Ich heiße Annika. Ich heiße Michaela. Und ich bin der Norbert und wir sind alle zusammen riesige Funky Mary Fans. Ja! Das war vom ersten Augenblick an, wo wir es gehört haben, fanden wir die Musik klasse. Und so hat sich das dann so langsam immer weiter reingesteigert, bis wir sie dann auch mal persönlich getroffen haben. Und dadurch ist der Kontakt dann auch gekommen. Die Jansens sind sich einig, über die Funky Marys geht nix. Gänsehautmomente gibt es für die Familie dann 2014. Die Funky Marys haben ja zu ihrem Danze-Hit jetzt ein Video gedreht und haben dazu im Internet aufgerufen und haben praktisch Gästelistenplätze vergeben dafür, dass man mitwirken durfte in dem Video. Und da haben die Mädels direkt gesagt, da wollen wir mitmachen. Und dann haben wir ein Bewerbungsvideo gedreht und sind dann auch genommen worden, durften dann als ganze Familie teilnehmen. Ich spür mich Hetzmann, es ist am Jahre. Ich schrei groß, elektrisiert. Ich lass mich fallen, will wieder leben. Wir haben so einen Plan und fühl mich frei. Halt dich fast, my every yes, jetzt oder nie. Ich will tanzen, ich will tanzen, ich will tanzen mit dir. Ich will tanzen, ich will tanzen. Das war so wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Das bekommt man ja auch nicht immer geboten, dass man sowas mal mitmachen darf. Und das hat es riesen Spaß gemacht. Auf geht's nach Düsseldorf. Endlich. Dort ist ein ehemaliger Prinz Pate für die Karnevalsband Altschuss. Ja, mein Name ist Thomas Puppe. Ich hatte die Freude 2011, 2012, vor drei Jahren, also Karnevalsprinz hier in Düsseldorf zu sein. War eine tolle Zeit, ohne Frage die schönste meines Lebens. Ja, in der Zeit gab es eben auch viel, viel Kontakt mit Altschuss, dass man sich auf der Bühne gesehen hat, dass man die Jungs gehört hat. Man hatte natürlich viel Zeit, die man in dieser ganzen Session miteinander verbringen konnte. War großartig. Sie haben Lieder für Düsseldorf geschrieben und ich glaube, das ist eben das, was einem so ein bisschen fehlt. Ich weiß, dass es auch eine Menge Bands gibt, die das auch machen, aber ich finde, dass Altschuss das auch am besten macht. Seit dem Sieg bei der närrischen Hitparade 2005 im WDR touren die Düsseldorfer um Sänger Rainer Lieferscheid in der Session von Auftritt zu Auftritt und das neben ihren Jobs. Der Rainer arbeitet normalerweise in einem Supermarkt und kümmert sich da ja um Obst, Gemüse, Fisch und die Warenpräsentation. Also das mal so als Beispiel. Und die sind letztlich natürlich keine Profimusiker, aber ich finde, sie machen professionell Musik. Nimm die Gräser und stoß an, jeder Schalle mal an. Wir tanzen, singen, hüpfen die ganze Nacht. Denn die Party geht jetzt los und die Stühle drehen im Schloss an der längsten Theke der Welt. Könnt ihr Pirate echt noch hören? Ja. Nein. Doch. Wenn ich im Karneval Pirate höre, gehe ich immer steil. Piraten,
Ich bin Carina, bin 24 Jahre alt und ich habe im Februar 2012 den Fanclub von Casala gegründet. Ich bin Julia, ich bin 31, ich bin Teil des Casala-Fanclubs und generell Kölschmusik-Fan und besonders Casala-Fan. Ja, ich habe die gesehen und fand die einfach so toll. Und da die ja noch so frisch waren, dachte ich, ich muss denen irgendwie helfen, dass sie groß werden. Und ja, dann habe ich den Fanclub gegründet. 2011 gegründet, haben es die Bandmitglieder von Casala in nur 2 Jahren ganz nach oben geschafft. Ohne Allüren, wie sich das für Kölner gehört. Wir gehen auf Welttournee, ja, deshalb hier der geile Bus. Aber unsere Welt ist ja Köln. Als Sprungbrett für Casalas Blitzkarriere gilt der kölsche Gesangswettbewerb Los No Singe. Eine Veranstaltung im Kneipenkarneval, die jährlich Nachwuchs sucht und findet. Ich glaube, die traditionellen Karnevalisten waren am Anfang skeptisch, dass eine neue Band kommt, eine neue junge Band, die nicht das macht, was alle anderen Bands machen. Und jetzt Casala! Immer in Bewegung, immer in Bewegung. Nichts am Stopp, ich bin immer in Bewegung. Immer in Bewegung, immer in Bewegung. Ja, 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 ich bin immer in Bewegung. Auf ihrer ersten Kölsch-Tour 2013 spielen Casala 3-mal hintereinander in ausverkauften Hallen, außerhalb von Karneval. Eine Leistung, die laut Fanclub daher rührt, dass endlich meine Band wieder da war, die verschiedene Musikstile mit in den Karneval gebracht haben, die sonst nicht im Karneval vorkommen. Ob das jetzt Hip-Hop ist, ob das Tango ist, ob das Rock ist. Guck mal, Leben für immer stehen. Doch nicht nur ihre Musik macht den Erfolg aus. Casala ist bekannt dafür, ganz nah dran zu sein am vorwiegend weiblichen Publikum. Persönlich und im Internet stehen sie im ständigen Austausch mit ihren Fans und werden dafür einfach nur geliebt. Brings haben den Karneval verändert. Noch vorher, wenn man ein Stück zurückgeht, haben die Blackfoes den Karneval verändert. Und jetzt war es einfach wieder an der Zeit. Ja, genau. Denn so bleibt in der Session und darüber hinaus eins garantiert: die Weiterentwicklung des kölschen Liedguts. Die Karnevalsbands in NRW sorgen für Gänsehautmomente im Karneval. Und wir wünschen allen Jecken tolle und friedliche Tage im Straßenkarneval. Dringen mir ob dich und mich ohne neues Jahr. Ob dat wat is, ob dat wat kühlt und ob dat wat war.